Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video werden wir uns schminken und gleichzeitig labern. Normalerweise mache ich sowas immer nur mit Mukbangs. Mich haben aber ein paar auf Instagram und auf YouTube halt in den Kommentaren mir geschrieben, dass die Mukbangs nicht so gerne gucken und dass sie das halt ein bisschen schade finden. Ich kann halt nicht jedem gerecht werden, Leute. Das ist halt für mich schwierig. Ich lade schon manchmal zwei Videos am Tag hoch. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, dass ich so oft Videos hochlade. Ich persönlich mag es gerne. Ich habe auch eine YouTuberin, die lädt drei, vier, fünf Videos am Tag hoch. Ich feiere das jeden Tag, dass ich sie halt drei, vier, fünf Mal am Tag für 10, 15 Minuten sehen kann. Irgendwie, und sie redet, erzählt Geschichten, aber weiß ich nicht was. Ich finde das immer so toll. Deswegen habe ich ja selber auch mit den Mukbangs angefangen. So, um darauf zurückzukommen, um halt auch anderen gerecht zu werden, habe ich gedacht, führe ich ab und zu auch sowas hier mal ein. Das heißt, ich schminke mich und erzähle dann was und dann halt auch ab und zu mal diese Mukbangs, wo ich halt auch was erzähle, damit ich halt ein paar mehr Leute auch erreichen kann. Weil ich kann es verstehen, manche können diese Kaugeräusche nicht ab von Mukbangs. Ich kann es persönlich auch nicht immer ab. Es gibt eine YouTuberin, eine russische YouTuberin, da kann ich es irgendwie ab, da stört mich das nicht. Aber dann zum größten Teil wieder die YouTuber, die auch Mukbangs machen, geht gar nicht bei mir. Ja, deswegen schminke ich mich. Einige finden es dann wohl auch interessant, wenn ich mich schminke. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe hier immer so mein Täschchen, mein Kosmetiktäschchen. Das wandert nämlich überall mit mir hin, weil ich nie weiß, wo ich mich schminken muss. Ich habe auch immer meinen Spiegel bei mir. Es kann sein, dass ich mich den einen Tag im Wohnzimmer schminken muss, den anderen Tag wieder im Schlafzimmer schminken muss und immer hin und her nervt. Weil wenn Pascal Spätschicht hat, muss ich mich im Wohnzimmer schminken. Hat Pascal Frühschicht, kann ich mich im Schlafzimmer schminken. Ne? Ganz komisch. Ja. Ich fange wie immer mit meiner Tagescreme an, die immer noch nicht leer ist, von Alverde Aloe Vera Tagescreme. Trockene und empfindliche Haut. Ja, was ist bei mir passiert? Also erstens, Leute, bei uns wird gerade renoviert. Sein Papa war gestern schon da. Und hat angefangen. Es sieht richtig, richtig gut aus. Also erstmal dazu. Und zum Zweiten, ihr habt ja mein DM live voll gesehen, ne? Und ich muss ehrlich sagen, Leute, das war das schwierigste erste Mal, das schwierigste erste Mal bei DM zu filmen. Aber richtig schwierig war das Ganze. Das war für mich eine richtige Herausforderung. Ihr habt ja bestimmt das eine mitbekommen mit Müller, wo ich halt den Müller live voll versucht habe zu machen. Das hat am Ende auch nicht geklappt, natürlich. Aber wo ich dann halt von der Mitarbeiterin angesprochen wurde. An diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich bin in den Müller gegangen, war gerade mal vielleicht 2 Minuten da, habe nicht mal angefangen zu filmen, habe mein Handy nur schräg gehalten. Ja, wollte eigentlich gerade filmen. Und dann hat mich schon eine Mitarbeiterin verpetzt bei ihrer Abteilungsleiterin, Marktleitung, wie auch immer, dass ich filme. Und natürlich habe ich mich da ein bisschen rausgeredet, habe gesagt, ja, ich filme für eine Freundin und so weiter und so weiter. Und dann wurde ich halt in jeden Gang verfolgt von den Mitarbeitern, so als wie eine Followerin, die mir geschrieben hat, wie als würde man gleich klauen. So, fand ich dann nicht so toll, habe ich dann ja auch erzählt gehabt und sowas. Und dann bin ich halt in den DM gegangen und habe da so ein kleines bisschen Bammel bekommen. Ich habe richtig Bammel bekommen, irgendwie zu filmen. An diesem Tag, das hatte ich noch nie. Seitdem ich DM Liveholz mache, hatte ich das noch nie. Absolut noch nie, dass fast jeder Gang voll war mit Mitarbeitern, die halt bei DM Ware eingeräumt haben. Ist ja auch nicht schlimm. Wir als Kunden möchten keine leere. Ha, Mann. Wir haben gerade morgens und ich kann nicht reden. Also, wir als Kunden möchten keine leeren Regale sehen. Gerade nicht, wenn ein Produkt nicht da ist, was wir gerne haben möchten. Deswegen, es ist deren Arbeit. Verständnisvoll, die müssen halt Ware einräumen. Aber an diesem Tag hatte ich halt so viel Pech, dass fast jeder Gang voll war und ich wusste halt nicht, wo ich filmen kann, weil ich ja eigentlich immer filme in Gängen, die leer sind. Das heißt, ich warte halt immer, bis Mitarbeiter weg sind. Ich warte, bis jegliche Kunden weg sind, bis auf mir und dann filme ich, damit ich halt die Kunden nicht störe. Wisst ihr, was ich meine? Weil es kann sein, dass Kunden sich durch meinen Film gestört fühlen und denken, dass ich sie mitfilme. Das möchte nicht jeder, ne? Und das hat auch bis jetzt immer gut geklappt, nur an diesem einen Tag hat es nicht geklappt. Da hat sich auch eine, ich wollte gerade sagen Mitarbeiterin, da hat sich auch eine Followerin gewünscht, aus der Schweiz kommt die, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher, dass ich die Proteinabteilung, diese High-Protein-Kacke und Proteinriegel, Protein, Shakes, was weiß ich denn nicht, was irgendwas fing mit Hai an auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht alles merken. So, das war Abfilme. Hat gar nicht funktioniert, weil die Sachen waren an der Kasse. Gar nicht. So, vorher war mir das irgendwie egal an der Kasse, aber an diesem Tag war auch komplett die Kasse leer. Ich weiß nicht, an was für einem Tag ich da hingefahren bin, aber irgendwie hat an diesem Tag überhaupt nicht funktioniert.
Ne? Ich lief dann irgendwie 1,5 Stunden rum. Die Mitarbeiter haben sich auch bestimmt gedacht, ey, will die Alte nicht mal nach Hause gehen? Ja, am Ende habe ich ein bisschen was zusammenbekommen. Waren die, glaube ich, 19 oder 20 Minuten und Ende vom Lied, Leute. Ich habe mich an diesem Tag zusammengerissen, bin einfach zu der Mitarbeiterin gegangen, die für mich einfach aussah wie eine Leitung, weil die lief da dann auch so, die stand da dann auch so und hat immer so kontrolliert, so nach dem Motto, ich bin Chef, ich gucke jetzt, was hier gerade abgeht und sowas. Auch immer mit ihrem Handy so parat, die ganze Zeit am Gucken und die stand auch wirklich so. Kennt ihr das, Chefs, die manchmal einfach nur stehen und einen angucken und einen kontrollieren, was ihr macht? So genau stand die halt auch da. Und halt, ich habe mir halt allen Mut zusammengenommen und bin einfach auf sie zugegangen und habe ihr halt erklärt, was mein Problem ist jetzt gerade. Ne? Habe ihr gesagt, ich bin YouTuberin, ich mache Videos und ich filme einmal, mindestens einmal im Monat meinen Einkauf bei DM ab, mache kostenlose Werbung so gesehen für DM. Und ja, ich würde das gerne auch in diesem Laden jetzt dann machen, beziehungsweise ich habe ihr nicht gesagt, dass ich vorher auch gefilmt habe. Um Gottes Willen hätte ich das gemacht, wahrscheinlich gäbe es Krieg. Aber ich habe sie halt gefragt, ob es möglich wäre, dass ich halt eine Genehmigung kriege, um dort in diesem Laden meinen Einkauf filmen zu können. Natürlich habe ich ihr gesagt, dass ich weder Kunden noch Mitarbeiter noch irgendwen anderen filmen werde. Es ging sich halt nur um die Preise und um das Produkt. Und hat sie gleich schon gesagt, oh, Preise wird schwierig. Da ist mir mein Herz schon runtergekullert, wirklich. Und dann sagt sie mir so, aber ich habe hier nichts zu sagen. Ich so, ehrlich, du siehst voll so aus. Und ich habe dann Spinnennetz. Sehr toll. Ich habe hier eine Spinne. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ich soll bitte am nächsten Tag nochmal in den Laden kommen oder anrufen und zu der, wie heißt die nochmal, Stellvertretenden gehen. Die ist dann am nächsten Tag da. So, ich habe mir schon meinen ganzen Mut zusammengenommen und dann schickt sie mich weg und sagt, ich soll bitte am nächsten Tag nochmal kommen und nochmal fragen. Da dachte ich mir nur so, oh, ja. Auf jeden Fall bin ich dann zu Hause angekommen. Pascal so, und wie war's? Ich so, ja, so und so. Ich muss morgen nochmal hin. Und der so, okay. Muss das erst abgeklärt werden oder sowas? Ich so, nee, das, ich muss halt die Chefin da fragen. Die halt was zu sagen hat. So. Dann habe ich natürlich den ganzen Tag an nichts anderes gedacht. Ich habe die ganze Nacht an nichts anderes gedacht. Ich habe in meinem Kopf geübt, wie ich hier am besten schnellstmöglich verklickern kann, dass ich keinen bösen Hintergrund habe. Und dann die ganze Zeit so im Kopf so, hallo, mein Name ist bla 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 und ich würde gerne diesen, diesen und Leute, ich habe mich so kirre gemacht. Auf jeden Fall sollte ich dann um 10 Uhr kommen. Ich bin kurz nach 10 gekommen. Ich dachte mir nur so, ey, Schichtbeginn 10 Uhr. Ich komme um 10 Uhr an. Lass die Frau erstmal irgendwie ankommen. Gut, dann war ich da halt da, so ich glaube 10:30 oder sowas, 20 nach 10, irgendwie so war ich da. Gut. Hab erstmal geguckt, ob die nicht vielleicht irgendwo auf der Fläche ist. Man sieht ja bei DM halt die Namensschilder. Hab sie nicht gefunden. Hab dann ein recht hübsches Mädchen angesprochen. Die hat voll schön lange Haare gehabt. So richtig so. Wie nennt man die? Diese Menschen rot. Ohne jetzt jemanden zu beleidigen, halt die rot auf dem Kopf sind. So, wisst ihr, was ich meine? So goldrot. Pascal hat ja auch so einen goldroten Bart. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ja, auf jeden Fall. Habe ich die dann angesprochen, die super nette. Dann hatte ich auch natürlich von dieser Stellvertretenden den Namen. Den habe ich ja den Tag davor von einer Mitarbeiterin da bekommen. Und dann hat sie mich erstmal so gefragt, ja, was möchten Sie denn von ihr? Ich so, ja, ich muss sie was fragen. Was denn? Soll ich denn vielleicht irgendwas ausrichten? Ich so, nee, ich würde gerne mit ihr sprechen. Dann hat sie mich so ein kleines bisschen ausgequetscht. Ich habe ihr aber nichts gesagt, weil mir das auch irgendwo nicht peinlich war. Aber irgendwie unangenehm. So, welcher Mensch geht zu DM und fragt, ob er filmen darf? Ne, eigentlich fast keiner. Gut, auf jeden Fall ist sie dann rausgekommen. Ich dachte, da kommt gleich irgendwie so eine 40, 50, 60-Jährige raus. Auf einmal kommt da so eine richtig hübsche, na, was heißt, die war vielleicht so 35 Jahre alt. Richtig hübsch, hat gut gerochen. Das ist mir irgendwie sofort aufgefallen. Ja, und dann habe ich halt erklärt, was Sache ist. Die ist super lieb gewesen, Leute, aber richtig lieb gewesen. Ich habe mir dann halt alles, was ich mir im Kopf irgendwie so ausgemalt habe, wie ich anfange, habe ich irgendwie alles über Bord geworfen. Ich habe irgendwie nach meinem Ermessen wieder angefangen. War sehr toll. Habe dann halt erklärt, dass ich halt YouTuberin bin, dass ich gerne meine Live-Holz weitermachen möchte und dass ich um die 150.000 Aufrufe bis jetzt auf die Videos schon erzielt habe. Um die 150.000 Aufrufe sind jetzt 150.000 Aufrufe. Mir hat irgendwie nur noch ein bisschen gefehlt. Und dass das halt jeden Tag steigend ist. Und dass ich halt weiterhin Werbung für den Markt machen möchte. Habe ja auch halt gleich von vornherein gesagt.
keine Mitarbeiter, keine Kunden. Ich warte, bis die Gänge leer sind. Und dann habe ich halt gedacht, ich habe irgendwie damit gerechnet, Leute, dass ich halt eine Absage bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin keine YouTuberin, die 100.000 Follower, über 100.000 Follower hat, wie zum Beispiel die Özlem, also Elan Hello. Klar, da würde auch jeder Chef sagen, ja, machen Sie ruhig. Ist fette Werbung, die wir kriegen dann, ne? Nee, ich bin halt wirklich noch da, was das angeht, klein. So, auf jeden Fall ist sie richtig lieb gewesen, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Und hat dann gesagt, ja, ich habe heute eh ein Meeting. Ich weiß nicht, mit wem sie ein Meeting hat, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall mit irgendwem. Mit irgendwem, der wohl über ihr noch steht. So. Und hat sie gesagt, ich kläre das ab, alles kein Thema. Ich melde mich dann bei Ihnen. Lassen Sie mir nochmal Ihre Telefonnummer da und Ihren Namen. So, gut, ich habe dann halt auf den Zettel geschrieben. Mein Name, ganz normal. Einige wissen den ja. Also mein Nachnamen auch. Und... Moment. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal auf den Zettel drauf geschrieben, was ich gerne möchte. Und zwar das Abfilmen von Produkten von meinem Einkauf halt. So habe ich es jetzt nicht formuliert, aber ich habe es halt sachlich hingeschrieben in einem Satz. Und habe mir dann nochmal unten hingeschrieben, danke nochmal. So halt, um mich nochmal zu bedanken, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich war zum Ende hin mehr beschäftigt, meine Sachen aufzuschreiben, als mich nochmal richtig von ihr zu verabschieden. Deswegen habe ich das dann halt so geregelt. Gut, dann hat sie gesagt, ich melde mich spätestens zum nächsten Tag. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich bin Dienstag dahin gegangen und bis spätestens Mittwoch hat sie gesagt, meldet sie sich. Okay, gut. So, gar nicht wahr. Ich war Mittwoch da. Mittwoch war ich da und bis spätestens Donnerstag hätte sie sich gemeldet. So, gut. Dann war es... Stimmt auch nicht, Leute. Ich erzähle euch hier gerade vollkommen Bullshit. Moment. Moment, ich bin Donnerstag arbeiten gefahren. Das heißt... So, ich hab's. Ich war Donnerstag dort und spätestens Freitag, also gestern, hätte sie mir Bescheid gegeben. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. So. Gut, dann war ich halt unterwegs zur Arbeit am Donnerstag noch, an demselben Tag, wo ich halt auch bei DM war. Das weiß ich noch, weil ich morgens halt früh aufstehen musste, ja, richtig. Dann bin ich halt zur Arbeit gefahren, das war so circa gegen 16 Uhr, wir hatten schon nach 16 Uhr. Und dann hat sie mich irgendwann so um 16.30 Uhr angerufen. Auf einmal kommt da so eine Mörsernummer. Und ich war vollkommen im Stau, Leute. Genau da, wo Funkloch ist. Ich bin reingegangen, direkt beep, 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 so vorbei. Dachte mir so, okay. Bin ich halt ein Stückchen weitergefahren, habe zurückgerufen. Und ich so, ja, ich wurde gerade von dieser Nummer angerufen. Hallo, ne, mein Name, blablabla. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie haben doch die Anfrage gemacht wegen dem Film im Laden. Ich so, ja, genau, das war ich. Und sie so, ja, das geht in Ordnung. Ich so, danke. Ich so, ich darf im Laden filmen. Ja, ja, Sie dürfen filmen, ist kein Problem, alles in Ordnung. Ich so, was? Habe mich richtig bedankt, habe die ganze Zeit gesagt, danke, danke, danke. Es freut mich wirklich sehr, das bedeutet mir viel und sowas. Und sie so, ja, kein Problem, alles in Ordnung. Und haben uns gegenseitig natürlich noch einen schönen Tag gewünscht und dann war halt auch alles gegessen. Ja, und jetzt steht es halt fest, ich darf halt richtig im DM filmen. Ich kann euch die Produkte jetzt richtig zeigen, ohne vorher irgendwie mein Handy verstecken zu müssen. Also, oh Mann, ich bin jetzt hier gleich... Overblush. Egal. Ja, ich freue mich mega, dass ich das jetzt machen darf. Natürlich könnte ich jetzt bei Rossmann und bei Müller und was weiß ich nicht, wo auch nochmal anfragen, Leute. Das Problem an der ganzen Sache ist bei Rossmann, ich bin halt immer irgendwie in einem anderen Rossmann. So, ich habe halt einen Rossmann für mich entdeckt in Duisburg, da wo es Spiele, Schreibwarenabteilung, Schreibwarendinge, Produkte gibt und sowas, die halt mein Rossmann genau hier um die Ecke nicht hat. Ich habe irgendwie keinen Bock, auch bei Rossmann anzufragen, sagen wir das Ganze mal so. Ich kann mich halt bei Rossmann irgendwie... Ich habe halt bei Rossmann nicht das Gefühl, dass mich irgendjemand beobachtet. So. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Bei DM war das halt so, die Gänge sind halt so breit und halt so überschaulich. So ein Mitarbeiter guckt halt in die Ecke und in die Ecke kann er 5 weitere Gänge sich angucken. So, und bei Rossmann ist es halt so, man kann sich halt in Anführungsstrichen gut verstecken. Deswegen sehe ich dann nicht ein, mich nochmal so zu quälen.
Sagen wir mal so. Weil das war für mich echt hart, ey, die paar Tage da. Von, ich habe gefragt, bis dahin gehen, bis Anruf warten und dort weiß ich nicht was. Das war für mich irgendwie so richtig so, mein Herz so richtig krass die ganze Zeit am Arbeiten. Ich werde irgendwann mal safe den Müller auch anfragen. Ich werde safe nochmal den Rossmann anfragen, sobald ich halt wirklich einen Rossmann für mich gefunden habe. Das Problem an der ganzen Sache ist, Moment. Ich ziehe ja nächstes Jahr um. Und jetzt überall solche Anfragen zu machen, nützt mir halt irgendwo gar nicht mehr. Sind halt nur noch ein paar Monate. Okay, die einen würden sagen, doch, du kannst dein legal filmen. Natürlich, da habt ihr vollkommen recht. Gesundheit. Also es hat gerade jemand genießt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Was mache ich hier? Moin, Gesundheit. Heute verkacke ich aber auch alles. Ja, Leute, Ende vom Lied. Also der Müller und der Rossmann, die sind halt groß genug. Da kann ich halt in Ruhe filmen. Es ist nicht so klein wie bei DM, dass ich jetzt sagen müsste, ich traue mich da jetzt nicht mehr zu filmen. Bei DM war das halt nur so ein Moment, ich traue mich einfach gerade nicht zu filmen, weil halt zu so viel an der Kasse steht, was ich gerne abfilmen möchte. Zum Beispiel bei Müller, der Müller ist zweistöckig. So viele Mitarbeiter sind da nicht. Rossmann, der ist wirklich so groß. Immer wenn ich da hinfahre, ist es wirklich so gut wie leer. Da sind meistens zwei Mitarbeiter, die eine an der Kasse und die andere läuft irgendwo anders rum. So, ne? Also ich muss wirklich sagen, da habe ich halt nicht so die Probleme. Da habe ich auch keine Angst zu filmen. Sobald ich umgezogen bin, sobald ich in den Norden gezogen bin, werde ich wieder bei Müller. Ich werde bei DM und dann werde ich bei Rossmann alle anfragen. DM sowieso. Aber ich werde natürlich schriftlich anfragen, damit ich halt nicht nochmal hingehen muss. Aber ich werde dann wirklich alle anfragen, weil das wirklich dann ein Sitz ist, wo ich natürlich langfristiger bleibe. Hier zum Beispiel kann sein, dass ich im Februar umziehe, kann sein, dass ich im März umziehe, je nachdem, wie das halt mit Pascal seine Arbeit jetzt gerade läuft, weil er sich gerade weiterbilden lässt. Aber für mich ist das halt krasse Überwindung. So, um euch das jetzt mal so zu erklären, damit ihr das halt auch versteht. Als ich bei DM fragen gegangen bin, hatte ich halt die Wahl zwischen ich frage jetzt und kassiere ein Nein und kann nicht mehr in diesen Laden gehen. So wisst ihr, entweder ich frage und ich sag vielleicht, ich bekomme vielleicht ein Ja und kann weiterhin filmen und das halt auch richtig filmen, oder ich kriege ein Nein und ich kann nicht mehr in diesen Laden reingehen, weil es nützt mir nichts, wenn ich einkaufen gehe und nicht filmen kann. Davon könnt ihr auch nichts sehen. So, und so ist es halt alles bei mir. Es gibt zwar unzählige DMs, das wäre halt das kleinste Problem gewesen. Bei DM hätte ich halt in den nächsten fahren können, die sind alle gleich aufgebaut. Bei Rossmann ist das Ganze aber schwierig. Bei Rossmann, wir haben hier auch mega, mega viele Rossmann-Läden, aber viele, die halt einfach klein sind. Zum Beispiel wie der bei mir um die Ecke. Da bringt es mir einfach nichts. So, wenn ich dann bei dem einen großen anfrage und sage, kann ich hier bitte filmen? Und dieser Rossmann sagt nein, weil das kann ja immer noch der Leiter da entscheiden. Dann habe ich nur noch die Auswahl zwischen den ganzen kleinen und kann euch halt gewisse Dinge halt nicht mehr abfilmen, wie Spielsachen und die Schreibwarenabteilung. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt schwieriger. Und ich will halt jetzt nicht irgendwie 30, 40 Kilometer fahren, um in den nächsten Rossmann zu kommen. Der nächste Rossmann ist zum Beispiel in der Stadt. Ich will aber nicht in die Stadt. In Duisburg gerade sind Rossmann-Läden an Ecken, wo ich halt einfach nicht parken kann in der Stadt und was weiß ich nicht was. Das ist für mich schwierig. Und bei Müller kann ich eh und je nicht anfragen, weil wenn ich dann da ein Nein bekomme, kann ich gar keine Müller-Live-Holz mehr machen, weil ich habe einen in Cuxhaven, wo ich halt schon Schwierigkeiten hatte, wo ich halt schon gefragt wurde wegen dem Film und der bei Xenia. Und wenn die bei Xenia Nein sagen, muss ich nach Mönchengladbach. Und da werde ich nicht hinfahren, weil das ein bisschen zu weit weg ist. Bei Xenia lohnt sich das halt einfach. Ich bin bei der Xenia und kann halt direkt mit ihr hinfahren. Aber einfach so aus Joke wegen Einkaufen nach Mönchengladbach zu fahren, das ist für mich halt einfach ein kleines bisschen unnötig. Ich hoffe, ihr versteht dann so ein bisschen den Hintergrund. Ich filme lieber in diesen Läden heimlich, anstatt halt da irgendwie eine Absage zu kassieren. Natürlich, wenn ich umziehe, muss ich das Ganze dann in Angriff nehmen, weil dann will ich wirklich auf ehrlicher Basis spielen. Aber bis jetzt denke ich einfach nur gerade, Müller, Rossmann, ich mache kostenlose Werbung für euch. Gebt euch mit klar. Nein, Spaß. Auch es wäre super nett, wenn ihr mir das nicht böse nimmt. So, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen, dieses Laber-Video, dieses Etwas-Video. Keine Ahnung, was das hier alles geworden ist. Ich bin eigentlich soweit fertig. Ich muss eigentlich nur noch. Moment. Wo bist du? Ja. Meinen Lippenpflegestift, was auch immer Stift drauf tun. Das war's. Das ist mein Look. Ich werde demnächst auch meinen richtigen Look damit schminken. Also dann werde ich euch genau zeigen, welche Produkte ich dafür benutze. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über Däumchen nach oben, über Kommentar und über kostenloses Abo freuen.
Vergiss nicht, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.